Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Folgendes, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, möchte ich mich heute für die Closed Beta von Rainbow Six Siege registrieren. Dazu braucht man einen sogenannten Registrierungscode, um einen hundertprozentigen Zugang zu bekommen zur Beta. Ihr könnt euch zwar auf dieser Seite hier, die heißt rainbowsix.ubi.com, nicht nur mit diesem Code registrieren, ihr könnt euch auch so ohne diesen Code registrieren, bekommt aber nicht die Garantie, dass ihr den Zugang zur Beta bekommt, okay? So. Ich möchte euch jetzt aber zeigen, wie ich jetzt den Code einlöse und danach zeige ich euch noch, wie man das ohne den Code macht, okay? So, als erstes muss ich aber sagen, es kann nicht sein, sondern es wird auch passieren, das weiß ich nämlich schon, weil ich nämlich schon gecheckt habe, was alles auf mich zukommt, dass ich den Bildschirm kurz schwarz machen muss, weil es hier halt um meine E-Mail-Adressen und Passwörter und so Zeug geht, okay? Weil es wird nämlich automatisch alles angezeigt und es muss es nicht sein, dass es jetzt jeder sieht. Ich lasse ja auch nicht die Hose vor der Kamera runter, das macht man nämlich nicht sowas. Nur so als Beispiel. So, ich gehe hier drauf, dann kommen hier die drei verschiedenen Plattformen, auf die man die sich registrieren kann. Einmal PlayStation 4, Xbox One und PC. Ich mache natürlich PlayStation 4, weil ich natürlich eine PlayStation 4 besitze. So, gehe ich auf Weiter. Dann verlangt er von mir Uplay, bei Uplay anmelden. Das heißt, ihr braucht ein sogenanntes Uplay-Konto. Das müsst ihr euch dann halt noch anlegen. Den Link zu der Seite, wo man sich anmeldet bei Uplay, mache ich euch natürlich auch noch unter das Video und könnt ihr euch dort registrieren, okay? So, und dann drücke ich hier einfach drauf. Auf PlayStation.network und wie ihr schon gesehen habt, jetzt wurde der Bildschirm schwarz. Weil, ja, hier stehen nämlich schon meine Daten, zwar von einem anderen Konto, nicht von dem, auf den ich die Beta anmelden will, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache gerade einfach gebe einfach schon meine Zugangsdaten ein. Und ja, gut ist. Dauert einen kleinen Moment. Muss erstmal überlegen, weil ich habe nämlich bei meinem PSN-Konto ein neues Passwort gemacht. Ich glaube, ja, das war so. Ich habe es aufgeschrieben, keine Angst. Ich bin Gott sei Dank nicht einer von den Leuten, die sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden, die gar nicht existiert. Das gab es mal eine Zeit lang, dass Leute das gemacht haben und es irgendwie funktioniert hat mit dem PSN, aber egal. So, ich habe meine Zugangsdaten eingegeben und so, jetzt seht ihr, der Bildschirm ist wieder klar und jetzt gebe ich meinen Code ein, den ich von Amazon zugeschickt bekommen habe. So. Ach, bleibt doch. Ah, oh, das Handy. Das nervt wieder. K, U, P, Z, M. Was, das ist ein O oder eine 0? Ein O muss das sein. Ja, ich hoffe, dass es ein O ist, wenn etwas eine 0. O. Was ist das noch? X. 24. ZXF. Wenn ich jetzt frage, wieso, dann lese ich das überhaupt so laut vor und zeige euch, wie dieser Code geschrieben wird. Ist aber eigentlich ganz scheißegal, ist, weil ich den nämlich dann benutzt habe. Aber ich sage euch gleich noch was, nachdem wir das jetzt gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen garantierten Zugang zur geschlossenen Beta von Tom Clancy's Rainbow Six Siege auf PS4 eingelöst. Danke für dein Interesse an unserem Spiel. Sobald die geschlossene Beta beginnt, schicken wir dir eine E-Mail mit deinem Zugang an die Adresse, für dein Uplay-Konto hinterlegt wurde, okay? So. War eigentlich ziemlich einfach. Und, so, jetzt habe ich noch was für euch. Den Code, den knall ich euch aber trotzdem unten zu den Infos zum Video rein und auch in einen Kommentar mache ich den Code rein, weil ich habe nämlich heute gehört, also was ist gehört, ich habe mich heute auch gesehen, es soll möglich sein, dass man diesen Code nicht nur, dass ich den benutzen kann auf der PlayStation 4, sondern es soll sogar so sein, dass ihr den Code für PC und noch für Xbox One eventuell benutzen könnt. Ob das geht, kann ich leider nicht 100% bestätigen, aber ich habe es halt heute gesehen, dass es gehen soll angeblich. Und darum mache ich das für euch, okay? So, und das war jetzt das eine. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder hier auf Hauptseite zurück. Nicht vorbestellen. Hier, Registrierung für die Beta, da haben wir es doch schon. Und ich möchte euch jetzt mal schnell zeigen. Ja, habt ihr das gesehen? Halt nochmal zurück. Hier rechtes Fenster, wenn ihr nicht diesen Zugangscode habt, PlayStation 4 oder Xbox One oder PC, einmal bestätigen. Dann wird das gleich wieder Bildschirm schwarz, was auch normal ist. Ich muss mich wieder registrieren. Ha, hat's schon gemacht, weil ich schon eingeloggt war, geil.
Du hast bereits einen Code für den garantierten Zugang für PS4 eingelöst. Sobald die geschlossene Beta beginnt, schicken wir dir eine E-Mail mit einem Zugang an die Adresse. Okay, ab da sehe ich, habe mich ja schon registriert gehabt. Aber so funktioniert es genauso wie, wenn man den Code hat, okay? Nur mal so als Info. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video vielleicht helfen, dass ihr auch irgendwie zu einem Zugang für die Beta bekommt. Und wie gesagt, probiert mal den Code aus. Vielleicht könnt ihr den noch verwenden für Xbox One oder PC. Also, viel Spaß noch und haut rein. Und schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr den Code probiert habt, ob er gegangen ist. Weil es wäre echt interessant, weil damit weiß man nämlich vielleicht, okay, Xbox One ist vielleicht schon weg, aber vielleicht geht er noch auf PC. Keine Ahnung. Schlecht wäre es nicht. Ich würde es jedem echt gönnen. Also, ich bin raus. Bis dann. Halt, stopp, wartet, Leute. Hey, Leute. Ich brauche ein Abo. Ich brauche noch 10 Abos für meinen 500er Meilenstein. Hopp, Leute. Gebt mir ein Abo. Und wenn's geht, bitte hier meine Facebook-Seite liken. Weil dann bekommt ihr nämlich so lustige Witze von mir wie den hier. Kind geht am Elternschlafzimmer vorbei, guckt rein und murmelt. Und ihr wollt mich zum Psychiater schicken, weil ich am Daumen lutsche. Haha! Ich bin's geil. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Leute, aber jetzt bin ich raus. Bis dann, euer Nobi. Tschüss.